Herzlich willkommen beim allerersten Natur im Garten Gemeindewebinar im Jahr 2021. Mein Name ist Daniela Züchler und ich möchte Ihnen heute hier ein bisschen Guster machen, Ihre Gemeinde mit Hecken und Sträuchern aufzuwerten. Und zwar mache ich das nicht alleine, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin und heutigen Referentin Martina Lill-Reiner. Verzeihung. Und mit unserem Interviewpartner Bürgermeister Christoph Prinz aus der Gemeinde Bad Füßlau. Ja, und damit sich die Wildsträucher bei Ihnen in der Gemeinde auch perfekt wohlfühlen, damit Ihnen das gut gelingt, mit den Sträuchern wertvolle Lebensräume zu schaffen, dann sollten Sie auch wissen, wie man sich richtig um diese Pflanzen kümmert, wie man sie aufpäppelt, wie man sie richtig pflegt. Und daher haben wir heute das Thema für Sie Heckenschnitt, Strauchpflege, Wildstrauchhecke. Ja, und vielleicht ganz kurz, neben Hecken und Sträuchern bemühen wir uns bei Natur im Garten auch um den Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, um den Verzicht auf Torf und den Verzicht auf Mineraldünger. Und wir setzen uns auch wirklich unermüdlich dafür ein, die Biodiversität, die Artenvielfalt zu fördern und dass ökologisch wertvolle Elemente erhalten bleiben, also dass man große alte Bäume schützt, Alleen, vielleicht sogar Blumenwiesen und eben auch die Hecken und Sträucher. Und wir wünschen uns natürlich, dass so viele niederösterreichische Gemeinden wie möglich Natur im Garten, also unsere Bewegung des Landes Niederösterreich, auch folgen. Daher der Aufruf an Sie, wenn Sie es noch nicht getan haben, bitte fassen Sie gerne den Gemeinderatsbeschluss und werden Sie Natur im Garten Gemeinde. Wir unterstützen Sie gerne auf diesem Weg, für eine lebenswerte Zukunft für uns, möglichst quer durch Niederösterreich. Ja, parallel läuft jetzt gerade eine Umfrage, weil wir gerne wissen möchten, wer Sie sind und welche Funktion Sie in Ihrer Gemeinde haben. Also bitte gerne bei der Umfrage mit abstimmen. Wir sehen und hören Sie nämlich nicht. Und Ihre Möglichkeit, sich heute hier zu beteiligen, ist über den Chat rechts unten. Da können Sie diskutieren, Fragen stellen. Und falls zwischendurch mal irgendwie ein technisches Problem auftreten sollte, das heißt, wenn mal das Bild hängen bleibt oder wenn Sie mal keinen Ton haben und nichts mehr geht, dann gibt es in der Mitte oben einen Wiederverbinden-Knopf, den Sie drücken können, oder Sie gehen einfach nochmal auf den Anmelde-Link und steigen nochmal neu ein. Das Webinar wird auch aufgezeichnet und ist 5 Tage im Nachhinein dann zur Nachschau zur Verfügung. Gut, ich sehe jetzt, dass sich bei der Umfrage nicht mehr sehr viel tut. Ich werde die Umfrage jetzt beenden. Ah, da ist nochmal noch ein bisschen Bewegung. Gut, ich werde jetzt die Umfrage schließen. Dann müsste sie für Sie auch sichtbar sein. Also wir haben heute außer unserem Interviewpartner keinen Bürgermeister vertreten. Wir haben 28% Mitglieder aus dem Gemeinderat, 6% die am Bauhof arbeiten, 9% Amtsleiter, 9% von einem Verschönerungsverein oder ähnlichen, 15%, die schon Expertinnen oder Experten sind zum Thema Hecken, Sträucher, Wildstrauchhecke und 30% interessierte Bürgerinnen und Bürger. So, und damit wir so richtig reinkommen ins digitale Werkeln, haben wir als Einstieg ins Thema auch gleich noch eine zweite Umfrage, die ich jetzt auch starten werde. So. Und zwar würden wir auch gerne wissen, wie ist in Ihrer Gemeinde die Akzeptanz für Wildstrauchhecken? Ist die Akzeptanz hoch? Ist die Akzeptanz eher niedrig? Gibt es ein steigendes Interesse oder steigendes Bewusstsein dafür? Oder können Sie es in Ihrer Gemeinde nicht beurteilen? Also gerne auch bei dieser Umfrage wieder beteiligen. Und während wir die Umfrage jetzt laufen lassen, schalten wir meine Kollegin und Regionalberaterin im Weinviertel, Martina Lill-Reiner, live. Hallo Martina, guten Morgen. Hallo, guten Morgen aus Tulln. Die Martina ist gelernte Gärtnerin, hat Langenlois absolviert und hat auch Landschaftsplanung studiert. Herzlich willkommen nochmal. Und Martina, ich würde vorschlagen, damit wir keine Zeit verlieren, ich übergebe auch gleich an dich und du kannst starten mit deinem ersten Input. Wir starten deine Präsentation und los geht's. Bitte sehr. Wir starten ins Thema. Ja, herzlich willkommen zum ersten Webinar des heutigen Jahres. Und da möchte ich Ihnen eben Guster machen auf mehr Hecken in Ihrer Gemeinde
und Infos geben, wie Sie die dann richtig pflegen. Und hier auf dem Foto sehen Sie schon mal ein hübsches Bild, wie es hoffentlich dann in 2-3 Monaten wieder bei uns ausschauen wird. Ein Hecke im Frühling. Da links sehen Sie gerade einen wunderschönen blühenden Zierapfelstrauch. Und hier auch gleich eine wichtige Info, was man hier auch gleich gut sieht auf dem Bild, ist bei so freiwachsenden Sträuchern müssen Sie bitte unbedingt genug Platz einplanen. Ja? Das ist, wenn Sie die Pflanzen bekommen, dann sind das so schnuckelige kleine Pflänzchen. Und da ist oft die Gefahr, dass man die dann zu eng zusammenpflanzt und dann können Sie sich die nicht optimal entwickeln. Also lassen Sie dann genug Platz, 1 bis 1,5 Meter, und dann können Sie sich optimal entwickeln. Es wird Sie sicher interessieren, wo Sie dann die Infos, die Sie heute bekommen, auch noch nachlesen oder nachschauen können. Und da gibt es auf einerseits, es gibt mehrere Downloads auf unserer Webseite. Das eine ist aus der Grünraummappe für Gemeinden, der Bereich Gehölze. Da finden Sie dann die Infos drinnen, wie pflanze ich eine Hecke, wie pflege ich Sträucher, verschiedene Strauchkombinationen. Also die Infos, die es heute gibt, finden Sie da in dieser Broschüre. Da bitte ich meinen Kollegen, da auch gleich den Link in den Chat zu stellen dafür. Und dann gibt es noch eine Broschüre für die Privatgärtnerinnen, die Hitparade der Wildsträucher. Und da finden Sie Infos zum Beispiel, welche Sträucher für welche Vögel oder Bienen oder Schmetterlinge wertvoll sind. Und außerdem finden Sie das heutige Webinar, das ist neu, 5 Tage dann zum Nachschauen. Den Link kriegen Sie dann zugeschickt. Ja, Sie haben ja auf dem ersten Foto gesehen, dass so die klassische Verwendung von Hecken ist so als Abgrenzung, so als lineares Element in der Gemeinde. Und hier möchte ich Ihnen ein Foto zeigen, was auch noch möglich ist. Eine schöne Möglichkeit auch in der Gemeinde drinnen ist zum Beispiel hier in Gmütt, da ist eine Böschung bepflanzt worden mit verschiedenen Sträuchern. Die sind noch klein, die wachsen natürlich noch. Und die sind so quasi eine Abgrenzung zwischen dem Straßenbereich und dem Bereich, dem Wohnbereich, den Häusern. Und hier soll das zeigen, was das für Vorteile hat, wenn man Sträucher pflanzt oder eine Hecke wie hier. Also einerseits hält das Lärm ab von dem Wohnbereich. Das würde Martina jetzt nicht schön, weil auch... Hallo, Dani? Dani, du bist zu hören? Ja, danke. Ich will das Mikrofon abstellen. Jetzt bin ich dran. Entschuldigung. Kein Problem. Genau. Und andererseits, sobald die Sträucher natürlich mal größer gewachsen sind, können da keine Neophyten mehr durchkommen. Die werden dadurch unterdrückt, wirkungsvoll. Und genauso ist es mit Unkraut. Und auf der anderen Seite sind aber Sträucher pflegeextensiv, also brauchen nicht sehr viel Pflege. Wachsen mehr oder weniger von alleine. Und wenn Sie die richtige Auswahl an Sträuchern treffen, ist das auch eine Bereicherung für die Biodiversität in der Gemeinde. Das erkläre ich Ihnen dann gleich als nächstes. Und außerdem, das viele Laub, die Blätter sind natürlich auch Sorgen für ein prima Klima in der Gemeinde. Wenn Sie Sträucher pflanzen, dann möchten wir ein Plädoyer dafür geben, dass Sie versuchen, heimische Pflanzen zu setzen oder so viel wie möglich einen Anteil an heimischen Arten zu setzen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits sind heimische Arten sehr robust. Sie sind an unser Klima angepasst, an unseren Boden angepasst. Und natürlich sind auch unsere heimischen Tierarten, unsere Vögel, unsere Bienen und unsere Schmetterlinge sind an diese Tiere angepasst. Das ist ja ihr Futter und ihr Lebensraum. Und wie Sie hier sehen, gibt es eine ganz große Vielfalt an heimischen Sträuchern. Ja. Um die 300 Arten sind das für verschiedene Standardbedingungen, für verschiedene Größen. Ja. Also gibt es wirklich eine große Vielfalt. Und ich möchte Ihnen das nochmal näher erläutern, was für einen Unterschied das machen kann für eben unsere tierischen Mitbewohner, welche Arten man auswählt. Hier vielleicht nochmal die grundsätzliche Überlegung, wenn Sie eine Hecke planen in Ihrer Gemeinde, ist mal so prinzipiell, soll das eine freiwachsende oder eine geschnittene Hecke sein. Die freiwachsende Hecke
braucht mehr Platz, ja, da können die Sträucher werden dann ausladender. Natürlich gibt es auch niedrigere Arten, wenn es bei ihnen nicht so viel Platz gibt. Eine geschnittene Hecke ist eher dort, wo vielleicht weniger Platz ist, aber es ist natürlich auch eine Gestaltungsfrage, wo etwas besser hinpasst. Und auch für geschnittene Hecken gibt es auch ein paar heimische Arten, die sich dafür sehr gut eignen als Schnitthecke. Das ist zum Beispiel der Liguster, die Heimbuche, der Felderhorn. Es gibt sogar etwas Rotlaubiges, die Rotbuche, oder eine immergrüne Variante, das wäre die Heckeneibe. Genau, jetzt sind wir bei dem Beispiel, was der Nutzen ist von heimischen Sträuchern. Wir haben hier eine Forsythia, das ist ein sehr bekannter Zierstrauch, der wird sehr gern gepflanzt, blüht wunderschön gelb, so im April. Aber die Forsythia ist eine künstlich erzeugte Pflanze quasi, das ist eine Kreuzung, ein Hybrid, die kommt in der Natur eigentlich nicht vor. Und wenn Sie sich diese hübschen Blüten anschauen, dann sind die, man sagt, steril, die haben keinen Nektar, die haben keinen Pollen und daraus können sich später auch keine Früchte entwickeln. Ja. Das heißt, die haben eigentlich keinerlei Futter für Blütenbesucher oder für fruchtfressende Vögel. Und das heißt, machen Sie mal den Test, wenn es jetzt im Frühling wieder blüht, gehen Sie mal zu einer Forsythia hin und da werden Sie merken, da hört man nichts, ja, es ist kein Summen, höchstens wenn sich eine Biene mal hin verirrt, ja, also die ist sehr schön, aber sie hat halt leider keinen ökologischen Wert. Und da möchte ich Ihnen zum Beispiel eine Alternative zeigen. Das wäre die Kornelkirsche oder Dirndl oder botanisch Cornus mars. Das ist ein heimischer Strauch, der auch wunderschön gelb blüht. Ein bisschen früher sogar als die Forsythia, schon im März, gehört zu den ersten Sträuchern, die wir uns blühen. Und der blüht auch wunderschön gelb. Die Blüte ist ein bisschen zarter als von der Forsythia, aber trotzdem sehr hübsch. Und die wird, also wenn Sie da näher rangehen, da wird es summen und brummen. Ja, die ist sehr beliebt bei den Bienen. Und im Herbst entwickeln sich daraus Früchte, die bei Vögeln beliebt sind, aber die man auch zum Beispiel verarbeiten kann, zu Marmeladen und Ähnlichem. Und links im Bild sieht man den Dirndl, wie er im Sommer ausschaut. Ist ein sehr hübscher grüner Strauch. Das ist eben ein Beispiel, wie man eben die Biodiversität in der Gemeinde durch schon kleine Maßnahmen fördern kann, indem man zum Beispiel bei der Auswahl der Pflanzen darauf achtet, ob sie einen ökologischen Wert haben. Und dieses Bild soll das auch nochmal verdeutlichen, wie viele Arten eigentlich von einer Hecke profitieren können. Es können wirklich sehr viele Arten drin leben und das sind jetzt nicht nur Vögel oder Insekten, sondern auch im Stammfuß können zum Beispiel auch Eidechsen oder Igel oder Kröten oder andere Tiere eine Heimat finden. Ja, deshalb ein großes Plädoyer, pflanzen Sie, wenn Sie eine Hecke pflanzen, möglichst viele heimische Wildsträucher. Und damit gebe ich mal wieder zurück an die Dani. Danke, Martina, für deinen ersten Beitrag. So, jetzt müssen wir mal kurz die Präsentation stoppen, weil ich möchte mal die Umfrage auflösen. Und zwar, so, ich glaube, Sie müssten sie jetzt wieder sehen. Also, wie ist die Akzeptanz für Wildstrauchhecken in Ihrer Gemeinde? 8% sagen, die Akzeptanz ist hoch. Also da ist noch Luft nach oben. 16% sagen, die Akzeptanz ist niedrig. Die werden wir versuchen, heute zu überzeugen. Und 30% sagen, steigendes Interesse. Und 44% können es nicht beurteilen, wie es um die Wildstrauchhecken in ihrer Gemeinde steht oder wie die Akzeptanz dafür ist. Gut, dann, liebe Martina, du kannst gleich bei mir bleiben, weil wir haben auch schon die ersten Fragen. Ich stelle sie dir, es ist mal eine Frage, die ich glaube, du ohnehin später dann beantworten wirst, weil wir zum Schnitt noch kommen, aber ich stelle sie dir einfach mal. Was ist der beste Schnittzeitpunkt für Berberitzenhecken, für gesunde Pflanzenentwicklung und möglichst hohen Ertrag an Früchten fürs Wildleben? Hier wird üblicherweise zeitgleich mit den Ligusterhecken im Juni und September geschnitten, was ihnen weder gut tut, noch Fruchtbildung zulässt. Und die Liguster müssten anders geschnitten werden, um dort die Fruchtbildung zu erlauben. Mhm. Willst du da jetzt was dazu sagen oder nimmst du es mit für später? Ich nehme es mit für später und möchte dazu sagen, dass natürlich Fruchtbildung ein ganz spezieller Fokus ist. Und man muss ja beim Schnitt verschiedene
Einflüsse beachten, aber das werde ich dann im Bälde werde ich dann darauf eingehen. Wunderbar. Und eine zweite Frage gibt es auch gleich noch. Ich habe vor dem Haus eine große Fliederhecke. Leider ist sie sehr ausgedünnt und nicht gepflegt. Darf ich die selber schneiden oder muss ich mich an die Gemeinde wenden? Also die steht scheinbar nicht am hauseigenen Grund. Das kann ich nicht beantworten, aber da müssten Sie sich mit Ihrer Gemeinde in Verbindung setzen am besten. Okay, gut. Kann ich nicht sagen, ob das gewünscht ist oder nicht. Das handhabt nämlich jeder Gemeinde anders. Ja, da gibt es keine allgemeine Antwort leider. Super, vielen Dank, Martina. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit unserem Interview. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns, Herrn Bürgermeister Prinz aus der Gemeinde Bad Vöslau. Gut, also Herr Bürgermeister, herzlich willkommen im Natur im Garten Gemeindewebinar. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es war ja gerade das Thema der Wildstrauchhecke. Wo werden denn in Ihrer Gemeinde in Bad Vöslau Wildsträucher gepflanzt und warum setzen Sie ganz speziell auf Wildsträucher? Ich darf jetzt 17 Jahre Bürgermeister sein. Ich habe relativ jung begonnen und mir ist natürlich bewusst geworden, dass man, wenn man Natur wirklich ernst nimmt, und ich habe zum Beispiel jetzt auch zugehört, mein Großvater hat mir genau diese Sträucher gezeigt, die ich jetzt auch in der Gemeinde pflanze, dass man über Generationen denken muss. Wir mussten in der Gemeinde sehr viele Bäume wegschneiden, weil eben die Kastanien die Witterung nicht aushalten, die Trockenheit, was auch immer. Und jetzt haben wir dann versucht, wieder nachzusetzen. Und wenn man bei den Bäumen in zwei Generationen denkt, muss man bei den Sträuchern eigentlich kürzer denken. Ja, das sind 4, 5, 6, 7 Jahre, 10 Jahre, bis da was wird. Und deswegen haben wir uns da sehr eingesetzt und haben versucht, mit gemeinschaftlich mit Vereinen, mit Freiwilligen etwas zu organisieren. Und in Bad Vöslau gibt es ja, soweit ich weiß, auch eine private Initiative, die von der Gemeinde auch unterstützt wird. Wollen Sie uns da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, es gibt bei uns zum Glück wirklich Menschen, die sich da ein Herz genommen haben, für die Natur zu arbeiten, die auch sehr mit Natur im Garten verbunden sind, zum Teil sogar Mitarbeiter und andere. Und wir versuchen halt einfach, diese Ressourcen zu nutzen und zu unterstützen. Es gibt Gärtner, die ein Herz für sowas haben in der Gemeinde. Wir haben ungefähr 160 Mitarbeiter. Und es gibt natürlich da ein paar Gärtner, die sehr engagiert sind und die was verstehen und die wissen, wie man dann die Hecken auch längerfristig erhält. Ja? Weil nur einmal schnell eingepflanzt hilft ja nichts. Und man muss den Boden ein bisschen vorbereiten, damit es auch was wird. Und da ist natürlich gut, wenn man Leute hat, die sich da auskennen und die da mithelfen und Herz dahinter legen. Und Sie haben ja auch so ein bisschen das Ziel, so 1001 Bienensträucher für Bad Vöslau, also ja. So nennt sich ja diese Initiative auch so ein bisschen. Und haben Sie einen Tipp oder eine Empfehlung für unsere Teilnehmer heute hier, für die teilnehmenden Gemeinden, wie man es schaffen kann, zu 1001 Bienensträuchern zu kommen? Also ich glaube, es braucht immer ein bisschen eine Marketingidee, ja? Dass man versucht, auch den Menschen das zu transportieren. Und Bienen hat, glaube ich, mittlerweile fast jeder verstanden, dass man die brauchen, weil sonst sterben wir alle. Und Bienensträucher, Bienenbäume, diese Dinge funktionieren. Und man pflanzt natürlich dann andere Hecken auch mit. Aber wesentlich ist, dass man die Bienen fördert, zum Beispiel, dass man Partner hat in den Vereinen. Wir haben zum Beispiel eben am Fußballplatz haben wir Sträucherhecken gepflanzt. Ja, wir haben auf dem Wochenmarkt in Bad Vöslau, das ist ein Wochenmarkt, der immer wieder Gemüse und Obst, Fleisch, Brot, andere Dinge verkauft, haben wir uns dazugestellt und haben die Hecken angeboten. Das funktioniert. Man muss ein bisschen eine Marketing-Idee dahinter setzen. Wir haben jetzt nur ein paar Fotos, sage ich, mitgebracht aus Bad Vöslau. Wollen Sie da noch ein bisschen was dazu sagen? Also das ist ja unglaublich, wie viele Menschen sich da engagieren. Ja, also wir haben ja drei Ortsteile, Bad Vöslau, Kainfurt und Großau. Und es gibt eben eine große Mannschaft, die dahinter steht. Das sind jetzt gemischt Mitarbeiter von der Gemeinde, Freiwillige aus den Vereinen heraus. Und wir versuchen halt einfach gemeinsam das zu bewerkstelligen. Wesentlich, glaube ich, ist es, die Idee in die Köpfe zu bringen.
dass man versucht, wieder die Hecken, die Sträucher, die für nicht nur für die Bienen, auch für die Vögel, für vieles andere, das ist jetzt nicht nur im städtischen Bereich interessant, sondern natürlich auch im Flurbereich. Wie oft wird irgendwas weggeschnitten, wo man gar nicht drüber nachdenkt? Ein Landwirt hat einen Schatten und hat deswegen 5 Meter weniger oder 10 Meter weniger Frucht. Das sind Dinge, die muss man erhalten. Mhm. Zum Beispiel. Genau, da hat man jetzt noch eine frisch gepflanzte Hecke. Ja. Ich glaube, die ist eben voriges Jahr gepflanzt worden, ja, oder vor 2 Jahren. Ja. Das ist der Wochenmarkt. Das ist der Wochenmarkt, ja. Genau. Und Nützlingshotels dürfen auch in Bad Vöslau nicht fehlen. Da gibt es sehr, sehr viele. Wunderbar, okay. Also die brauchen nicht einmal momentan einen Covid-19-Attest. Die Glücklichen. Ja, aber sie schlafen, ja. Sie schlafen, ja. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, heute hier fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen auch heuer und für die zukünftigen Jahre noch einen guten Wildstrauchzuwachs. Und ich gratuliere Ihnen wirklich recht herzlich zu den vielen engagierten Menschen, die Sie in Bad Vöslau haben, die Sie in Ihrer Gemeinde unterstützen. Und sobald Sie die 1001 Sträucher geschafft haben, dann geben Sie uns Bescheid, wir laden Sie wieder ein und dann feiern wir gemeinsam bei einem der zukünftigen Webinare die 1001 Wildsträucher in Bad Vöslau. Also danke, was ich so weiß, sind wir momentan bei 600, ja, und 300 haben wir uns wieder für heuer vorgenommen. Ja, wunderbar, dann haben wir es ja bald soweit. Dann haben wir es bald soweit. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Liebe Grüße an alle. Vielleicht, falls Sie nur kurz Zeit haben, falls im Chat eine Frage aufgetaucht ist, wollen Sie in den Chat noch kurz reinschauen. Ja, und ansonsten, glaube ich, sind Sie auch gern bereit, wenn eine Frage im Nachhinein noch auftaucht, dass wir dann Ihnen die stellen können. Dass Sie mir das einfach nachschicken und Ich bemühe mich danach. Ja. Wunderbar. Vielen Dank fürs Dabeisein. Alles Gute. Gerne. Alles Gute. Ich stehe dahinter. Gut, Martina, dann würde ich sagen, wir machen weiter. Ich übergebe gleich an dich und du startest mit deinem zweiten Block. Ich lasse die Präsentation gleich offen. Gut. Und ich schalte auch meinen Ton jetzt aus. So, und hier noch ein Hinweis zu den Wildstrauchern, was vielleicht auch noch die Entscheidung nochmal erleichtert. Also es wird in Niederösterreich ab 2022, also ab dem nächsten 1. Jänner, darf man in der Landschaft nur mehr Pflanzen auspflanzen, die, also keine gebietsfremden Arten. Also es gibt ein Verbot, gebietsfremde Arten auszupflanzen. Das heißt im Umkehrschluss, dass man nur mehr heimische Pflanzen auspflanzen darf. Und wenn man das schon so in der Landschaft macht, außerörtlich, kann man das doch auch gleich innerörtlich so handhaben oder zumindest versuchen, dem nahe zu kommen. Und wo kriegen Sie solche Pflanzen? In den Partnerbetrieben und im Garten, in ausgewählten, haben Produktion von heimischen Wildsträuchern. Und hier auch noch ein Tipp für Sie, wenn Sie sich denken, ja, ich möchte mir Sträucher pflanzen, heimische Wildsträucher, jetzt weiß ich aber nicht genau, wie jetzt bei mir gehen und welche Kombination. Also einerseits gibt es bei uns natürlich die Möglichkeit, die Gestaltungsberatung zu bekommen. Und andererseits wird es bei uns ab dem Herbst ein neues Tool geben. Also wenn Sie den Baumnavigator schon kennen, wenn Sie ihn mögen, wird es ab Herbst den Hecken- oder Strauchnavigator geben. Da können Sie dann eben wieder online aussuchen, je nachdem, nach dem bestimmten, welchen Standort Sie haben, nach Eigenschaften, die der Strauch oder die Hecke haben soll, können Sie das wieder eingeben und es werden Ihnen wieder passende Sträucher bzw. Hecken vorgeschlagen. Und es wird auch so quasi Pakete geben von verschiedenen Hecken zusammengestellt, zum Beispiel eine Dufthecke oder eine Kindergartenhecke oder eine Bienenhecke. Also ich glaube, das wird auch ganz toll. Und wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben, werden Sie dann sicher die Information bekommen, sobald der Heckennavigator losstartet. So, damit komme ich jetzt zum Thema vom Heckenschnitt. Sie fragen sich, müssen denn Sträucher wirklich geschnitten werden? Also wenn Sie jetzt eine Wildstrauchhecke haben, eine freiwachsende, dann kann es sein, dass die Jahrzehnte keinen Schnitt brauchen. Aber andere, oder irgendwann braucht sie es dann doch, oder Schnitthecken müssen regelmäßig erzogen und in Form gebracht werden.
Dann gibt es bei den Ziersträuchern, hat es auch damit mit der Erhaltung der Blühwelligkeit zu tun, dass man sie regelmäßig zurückschneidet. Es geht auch um die Pflanzengesundheit und Langlebigkeit, dass man sie zum Beispiel auslichtet. Und natürlich geht es auch um die Sicherheit der Bürger, dass man schneidet, wenn zum Beispiel Äste überhängen oder die Pflanzen so groß werden, dass sie den Straßenverkehr behindern. Genau, hier ein paar Tipps, wie man die Schneidearbeiten in Zaum halten kann, ja, weil auch wenn es notwendig ist, kann man doch ein paar Maßnahmen setzen, damit man möglichst wenig Schneidearbeit in der Gemeinde hat. Also zum Ersten ist mal die Entscheidung, die grundsätzliche, soll es eine frei wachsende Hecke sein oder eine geschnittene? Eine frei wachsende Hecke braucht natürlich weniger Pflege. Eine geschnittene muss schon jährlich geschnitten werden, damit sie eine Form bleibt. Entschuldigung, ich habe eine kleine Erkältung. So. Außerdem natürlich können Sie den Schnitt in Grenzen halten, wenn Sie von Beginn an auf die passende Größe achten. Das ist oft etwas, was nicht beachtet wird. Oft wird eben drauf gekauft, was einem gefällt, was man schön findet und denkt dann oft nicht drüber nach, ob man denn genug Platz hat. Und dann muss das dann eben oft gestutzt werden, weil es eben dann zu groß, zu überbordend wird. Und da ist es besser, einfach zu Beginn an drauf zu schauen und zu sagen, bei mir darf es nicht höher als 2 Meter werden oder ich habe eben nur 1 Meter Platz und das die Sträucher dann darauf anzupassen. Und außerdem gibt es auch bei manche Arten und Sorten, wenn sie nur wenig Platz haben, die von Natur aus oder von der Züchtung aus schlank wachsen. Zum Beispiel gibt es bei der Eibe eine Sorte, die schon schlank wächst. Oder bei manchen Ziersträuchern, zum Beispiel bei der Zierkirsche, gibt es säulförmige Arten für Plätze, wo man von vornherein weiß, dass man nur wenig Platz hat, ist das eine gute Idee. Und damit kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Heckenschnitt? Und das Foto soll Ihnen da schon eine Ahnung geben, worauf wir da hinaus wollen. Es gibt da nämlich eine gewisse Diskrepanz. Einerseits, wenn Sie zum Beispiel jetzt gärtnerische Fachliteratur hernehmen und danach lesen, wann etwas geschnitten wird, dann gibt es eben je nach Art und Sorten, gibt es ganz verschiedene Empfehlungen, aber oft steht dann dort, schneiden Sie im April oder Mai oder Juni. Und das fällt aber genau in die Zeit der Vogelbrut. Ja. Und wenn Sie jetzt in der Gemeinde größere Hecken haben, wenn das jetzt eine Wildstrauchhecke ist, dann sind da mit großer Sicherheit Vögel drinnen, die brüten, ja. Und das spießt sich dann aber mit dem niedersächsischen Naturschutzgesetz. Also vor allem im Gemeindebereich, ja, müssen Sie natürlich, also das gilt auch für den Privatbereich, aber Gemeindebereich besonders auch auf das Naturschutzgesetz achten beim Heckenschnitt. Und das sagt jetzt sinngemäß, ich tue Sie jetzt nicht die Paragraphen vorlesen, das können Sie gerne nachlesen. Da wird mein Kollege, der Stefan Strobelberger, wieder den Link in den Chat stellen, wenn Sie das nachlesen möchten. Aber sinngemäß heißt es, in Niederösterreich, also eigentlich auch in ganz Österreich, aber alle Vogelarten stehen unter besonderem Schutz. Das heißt, Sie können nicht sagen, bei mir brüten eh quasi nur Spatzen, ja, die gibt es eh so viel. Nein, alle Vögel stehen unter Schutz, egal ob sie jetzt häufig oder selten vorkommen. Und man darf sie nicht stören. Und man darf vor allem ihre Nester nicht zerstören oder verlegen. Und das Gelb selber gilt jetzt auch für Eier natürlich. Und das niederösterreichische Naturschutzgesetz ist da jetzt aber nicht relativ schwammig formuliert. Es steht kein Zeitraum oder so, in dem die Brut stattfindet, wo man sagt, in dem ist Schnitt eingeschränkt. Oder zum Beispiel auch, was bedeutet Störung der Vögel? Ja, man könnte es ja auch streng auslegen und sagen, die Vögel werden immer gestört, wenn ich eine Hecke schneide. Ja, das ist relativ schaumig formuliert und ist daher Auslegungssache. Was man aber sagen kann, ist, dass es verschiedene Empfehlungen gibt. Also in anderen Bundesländern oder anderen Ländern ist zum Beispiel, steht im Naturschutzgesetz, dass man von Anfang März bis meistens Ende September, dass da die Brutzeit ist und dass man da keine Schnittmaßnahmen oder keine strengen Schnittmaßnahmen tätigen soll. Das heißt,
auch von uns jetzt die Empfehlung, wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, dann tun Sie eben in dieser Brutzeit von Anfang März bis Ende September nicht schneiden in der Gemeinde, oder wenn Sie sagen, das sind Sträucher, es gibt auch welche, die zu niedrig sind, wo keine Vögel drinnen brüten, ja, oder schon wenn Sie sagen, ich schneide nur ganz sanft und es brüten aber Vögel drinnen, dann ist es auch eben schon wieder so ein Grenzfall. Genau, und die Brutzeit ist eben deswegen so lange, weil die ersten Vögel Anfang März zu brüten, und einige Brutvögel brüten zwei- oder dreimal, und darum geht diese Brutzeit bis in den frühen Herbst hinein. So. Was bedeutet das jetzt? Also das bedeutet eigentlich, dass man die fast nur eben den Herbst oder den Winter als Schnittzeit zur Verfügung hat, um eben Vögel nicht zu stören. Wobei jetzt aus Pflanzensicht der Herbst jetzt nicht so ideal ist, weil da die Pflanzen eigentlich schon wieder zur Ruhe kommen möchten. Ja, die stellen eigentlich ihr Wachstum ein. Und immer, wenn man sie zurückschneidet, ist es eine Verletzung und trägt eigentlich wieder Wachstum an. Und deswegen würden wir Ihnen empfehlen, den Schnitt im Winter durchzuführen, beziehungsweise also die robusten Sträucher, die Wildsträucher, die vertragen das auch eigentlich problemlos, dass man sie im Winter zurückschneidet. Und wenn sie empfindlichere Sträucher haben, dass sie da den Schnittzeitpunkt auf Februar verlegen, auf die Tage, wo es schon wieder wärmer und vielleicht schon frostfrei ist. Damit kommen wir dann zu Strauchschnittmethoden. Also es gibt natürlich mehr, aber das streng eingegrenzt gibt es diese vier Methoden. Kaum schneiden, auslichten, verjüngen, Schnitt und Formschnitt. Aber das ist dann schon der nächste Block. Da kommt jetzt wieder die Dani mit einer Umfrage. Ich hätte dich jetzt auch weiterreden lassen, Martina. Aber machen wir vielleicht eine kurze Unterbrechung. Ich würde jetzt, also ich habe zwischenzeitlich schon eine Umfrage wieder freigeschalten. Also da bitte ich Sie, sich wieder zu beteiligen. Uns würde interessieren, wann in Ihrer Gemeinde die Sträucher und Hecken geschnitten werden. Ob das eher im Herbst ist oder im Frühling oder im Winter oder je nach Ressourcen. Also wenn jemand dazu Zeit hat, oder werden es gar nicht geschnitten oder können Sie es nicht beurteilen. Also wir freuen uns, wenn Sie sich wieder an der Umfrage beteiligen. Und ich muss es jetzt loswerden. Ich freue mich im Moment riesig, dass meine kleine Heimatgemeinde aus dem Waldviertel mit dabei ist. Die allerliebsten Grüße nach Waldenstein. Hallo Michaela. Und wir haben auch im Chat wieder eine Frage. Martina, die stelle ich dir jetzt gleich. Ja. Und zwar, ich würde gerne zum Nachbarn eine neue Hecke pflanzen. Der Platz ist sehr schattig, da ich dort einen riesigen Krichelbaum stehen habe. Welche Heckenpflanzen eignen sich im Schatten am besten? Also zum Beispiel die Eibe, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne noch eine immergrüne Hecke. Die Eibe verträgt sehr viel Schatten. Und ansonsten wird im Chat auch schon sehr viel diskutiert, vor allem auch Kirschlorbeer hatten wir schon als Thema. Also schön, dass Sie sich so rege beteiligen. Und ich würde sagen, schauen wir mal, wie die Umfrage gerade so läuft. Darf ich, Dani, ich möchte eigentlich ja? Ist auch ein guter Zeitpunkt, um noch auf die Folgefrage einzugehen mit den Früchten von den Berberitzen und den gerne. Eben wenn man den schneidet im Winter, oder die sind ja auch robust, oder ganzzeitig im Frühjahr, dann blüht der ja und dann schneidet man auch die Früchte nicht weg, ja. Wunderbar, danke Martina. Dann würde ich jetzt die Umfrage auch gleich beenden und schauen wir mal, wie es in den Gemeinden draußen aussieht. Also 15% schneiden ihre Hecken und Sträucher eher im Herbst, 12% eher im Frühling, 12% im Winter und 23% je nach Ressourcen. Es gibt jetzt niemanden da, der sagt, die Hecken werden gar nicht geschnitten, und 36% können es nicht beurteilen. Gut, vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage. Und Martina, jetzt können wir mit dem dritten Teil, mit den Methoden des Strauchschnitts fortfahren. Bitte sehr. Danke. So, also die vier Methoden, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Ich fange mal an mit der Wildstrauchhecke, also mit der Hecke, die man kaum schneiden muss, die freiwachsende Wildstrauchhecke. Wie zum Beispiel ein hübsches Bild aus einem Sommer.
Also die wird kaum geschnitten. Die kann zum Teil Jahrzehnte, kommt die ohne Schnitt aus. Außer wenn man sagt, sie behindert jetzt die Verkehrssicherheit oder es ist ein abgestorbener Ast, den schneide ich raus und entferne sie. Und erst dann, wenn die Hecke zum Beispiel ganz überaltet ist, wenn sie keine schöne Form mehr hat, wenn sie von unten schon sehr kahl ist oder wenn man merkt, die Sträucher sind nicht mehr sehr blühwillig, dann werden sie zurückgeschnitten. Und das wird dann später erklärt, da kommt entweder der Aussichtungsschnitt in Frage, die Methode Nummer 2, oder der Verjüngungsschnitt, die Methode Nummer 3. Genau, das ist jetzt der Aussichtungs- oder Haltungsschnitt. Der kommt bei Wild- und Ziersträuchern zur Anwendung. Hier haben wir zum Beispiel einen Mönchspfeffer im Bild. Das ist keine heimische Pflanze, aber einer der wenigen Sträucher, die im Sommer blühen und damit auch eine tolle Bienen- und Schmetterlingsweide darstellt. Ja, warum macht man diesen Schnitt? Das ist für alle diejenigen Sträucher, die vom Boden her sich gut verjüngen, so nennt man das, wenn sie immer wieder von unten her gut Triebe kriegen. Ja, also das ist zum Beispiel bei Wildrosen oder bei Haselnuss. Da kann man das schön beobachten, dass immer von unten neue Triebe kommen und dass es deshalb kein Problem ist, wenn man ältere Äste wegschneidet. Im Gegenteil, es würde dann zu dicht werden, man sollte dann immer eben auslichten. Beziehungsweise hat es dann einen Einfluss auch auf die Blühwilligkeit der Sträucher, weil bei vielen Sträuchern ist das der Fall, vor allem bei Ziersträuchern, dass sie am zwei- oder dreijährigen Holz am meisten blühen und danach ältere Äste, dann nimmt dann die Blühwilligkeit ab. Das soll auch diese Grafik zeigen. Da sieht man eben links linksmittig diesen einjährigen Trieb, der noch gar nicht blüht, dann rechtsmittig meine ich, links daneben den zweijährigen Trieb, der schon zwei Blüten hat, rechts den dreijährigen, der schon ganz viel blüht und dann später nimmt die Blüte einfach wieder ab. Und das will man eben bei Ziersträuchern meistens nicht, da will man viel Blüte haben und deswegen schneidet man dann immer regelmäßig die älteren Triebe raus. Das sieht man auch zum Beispiel hier, das ist eben dieser Auslichtungsschnitt, das ist eine Bluthasel und da sieht man ganz viele Triebe, die von unten kommen und da tut man eben alle zwei bis drei Jahre die älteren Triebe rausschneiden und dadurch bleibt der Strauch schön in Form und blüht weiterhin so üppig. Und das geht zum Beispiel auch bei Hasel, bei verschiedenen Schneeballarten, bei Liguster, bei Zierquitten und einigen anderen Ziersträuchern. Dann gibt es aber die Ziersträucher, die, man sagt, am diesjährigen Holz blühen, die einen stärkeren Rückschnitt brauchen, damit sie schön in Form bleiben, damit sie nicht so einen unschönen Wuchs kriegen und damit sie aber auch reich blühen. Das ist zum Beispiel beim Sommerflieder der Fall, bei manchen Hortensienarten oder eben zum Beispiel bei dem Mönchspfeffer, den ich am Anfang gezeigt habe. Und den muss man relativ radikal zurückschneiden. Das sieht man hier. Das sind dann die Triebe, die schneidet man, die Einjährigen, die Jungtriebe, die schneidet man auf zwei Augen zurück, also relativ radikal. Aber das macht dem Strauch nichts. Er kriegt dadurch den Impuls, wieder schön durchzutreiben und Blüten anzusetzen und damit der Wuchs eben auch schön erhalten bleibt. Dann gibt es den Verjüngungsschnitt oder man sagt auf Stocksetzen. Das ist eine relativ radikale Methode. Das macht man auch eher bei robusten oder Wildsträuchern. Das macht den Sträuchern aber nichts. Die haben, die treiben einfach von unten wieder durch und kriegen einen Wachstumsimpuls und bauen sich von neuem wieder auf. Das ist dort natürlich dann wieder ein paar Jahre. Wenn man die so zurückgeschnitten hat, sind sie nicht im nächsten Jahr wieder eine Sichtschutzhecke, sondern das dauert dann ein paar Jahre wieder, bis sie wieder in die Höhe gewachsen sind. Aber das macht man eben bei Sträuchern, die eben schon überaltet sind, kahl, nicht mehr blühen, die vielleicht falsch geschnitten worden sind und deswegen einfach keinen schönen Wuchs haben. Die schneidet man so radikal zurück. Und das geht eben wieder auch bei all diesen Sträuchern, die eben von unten wieder neue Triebe bilden. Zum Beispiel Liguster, Wildrosen, Hasel und so weiter. Und wie macht man das? Also man schneidet das dann wirklich ziemlich kurz auf 20 bis 50 cm zurück, auch wenn es radikal erscheint. Bitte keinen, man sagt, Verlegenheitsschnitt, dass man es in 1 Meter oder 2 Meter Höhe nur zurückschneidet,
weil sie sich dann einfach von unten nicht, also keinen schönen Wuchs bilden können. Ja, dann hat man wieder unten diese dünnen Äste und oben treibt es stark durch. Das schaut dann eher wie ein Besen aus. Also wirklich trauen sie sich, das dann gut zurückzuschneiden bei den Arten, die das eben aushalten. Und das ist jetzt auch wieder ein ganz wichtiger Tipp, was Vogelschutz betrifft. Natürlich, wenn Sie so eine Hecke radikal zurückschneiden, auch so ein Schnitt darf auf jeden Fall nur im Winter gemacht werden, nicht zur Brutzeit. Aber trotzdem ist es ein Einschnitt für die Arten, die in der Hecke wohnen. Und deswegen schneiden Sie bitte nicht die ganze Hecke radikal zurück, sondern in Etappen über mehrere Jahre, dass Sie immer jeden dritten, vierten Strauch quasi zurückschneiden und dann im nächsten Jahr wieder jeden dritten, vierten Strauch, bis Sie halt mit allen durch sind. Das ist viel schonender für die Tiere. Hier auch noch der Tipp, also bei uns erreichen jedes Jahr im Frühling dann Anrufe von Bürgern aus Gemeinden, die sagen, ja, bei uns gibt es eine schöne Hecke, die ist radikal zurückgeschnitten worden. Die sind dann oft besorgt, eben was ist jetzt mit den Tieren in der Hecke. Und dem kann man eben vorbeugen, wenn man das eben in Etappen zurückschneidet und natürlich auch, indem man die Bürger vielleicht auch vorab informiert und sagt, die Hecken müssen geschnitten werden. Wundert euch nicht, wenn wir da jetzt unterwegs sind. Genau. Und wichtig ist, dass dann, wenn so ein radikaler Schnitt gemacht worden ist, dass man dann in den Jahren danach auch noch die Hecken nachpflegt, weil durch diesen Radikalschnitt kriegen die einen Impuls, die Sträucher, und treiben stark durch und dann sind sie wieder zu dicht. Also in den Jahren danach sollte man dann die Äste ein bisschen auslichten, die da nachwachsen. Ja, und die vierte Variante ist dann die Formschnitthecke, also die geschnittene Hecke. Und da eignen sich verschiedene Sträucher dazu. Einerseits Sommergrüne, also blattabwerfende, immergrüne Laubgehölze und auch Nadelgehölze. Bei der Formschnitthecke muss man auch, vor allem wenn sie eben auch ein bisschen größer werden soll, wenn es 2 Meter oder größer werden soll, auch trotzdem, auch wenn die schmaler ist als eine freiwachsende, trotzdem in der Basis mindestens 1 Meter an Platz rechnen, die sie braucht. Und was man hier auf der Grafik auch schön sieht, ist, man kann sie verschieden schneiden. Also meistens wird sie so gerade geschnitten, aber eigentlich wäre es günstiger, wenn man sie ein bisschen konisch schneidet. Und die Spitze kann dann abgeschnitten sein oder abgerundet oder eben auch so kegelförmig geschnitten. Das hat den Grund, dass die Pflanzen, dass auch die unteren Äste noch genug Licht kriegen. Also man sieht das auf dem Beispiel da rechts. Da ist eben unten schmaler als oben und dadurch kriegen dann die unteren Äste nicht mehr genug Licht und dann verkahlen sie ja. Also eine Formschnitthecke ist idealerweise unten breiter als oben. Genau, und wenn man so eine Formschnitthecke macht, dann sieht man das hier, pflanzt man die viel dichter. Also wenn Sie sich erinnern, die freiwachsende Hecke beginnt, hatte 1 bis 1,5 Meter Abstand. Diese Heimbuchen hier sind auf ca. 30 cm Abstand gepflanzt, also die setzt man viel dichter. Und wichtig ist, dass man da auch von Anfang an mit der Erziehung beginnt, wenn man so eine schöne Hecke haben will. Man kann nicht sagen, so, ich lasse die jetzt wachsen, bis sie 2 Meter sind und dann schneide ich sie, weil dann sind sie in der Höhe, die ich haben möchte. Und dann schneide ich sie einfach immer zurück, das geht nicht, weil sie dann nicht so schön aufbaut. Ja, also damit sie richtig von Beginn an dicht sich beastet, muss sie von Anfang an geschnitten werden. Also immer die Endknospen, die oberen und die seitlichen regelmäßig zurückschneiden. So bekommt man eine schöne, dichte Schnitthecke. Genau, und die Triebe müssen aber dann auf jeden Fall jährlich zurückgeschnitten werden. Je nachdem, ob das jetzt eine schwächer oder stärker wachsende Art, ja, Ligusta wächst ja stärker, da kann man 2 Drittel zurückschneiden der Jungtriebe. Bei anderen die Hälfte, aber auf jeden Fall regelmäßig, damit das eben schön kompakt und dicht wird. Und bei Nadelgehölzen ist auch noch zu beachten, dass sich die aus dem alten Holz nicht mehr verjüngen können. Also wenn Sie eine Nadelhecke radikal zurückschneiden, dann bleiben diese braunen Stellen, also wo keine Nadeln mehr waren, bleiben die braun.
Und eine Ausnahme ist hier die Eibe, die kann auch aus älterem Holz wieder neu austreiben. Und das ist überhaupt eine Empfehlung, wenn Sie eine immergrüne Nadelhecke wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, die Eibe zu verwenden. Die ist robust und auch ökologisch wertvoll. Da sieht man sie, die Eibe. Und natürlich ist es so, dass die Eibe ist in allen Teilen giftig. Aber es gibt zum Beispiel die Heckeneibe, die keine Früchte trägt. Und ansonsten ist das ja auch nicht attraktiv zu essen. Ja. Also so einen Trip wird kein Kind in den Mund stecken. Und wenn Sie eben die nicht fruchttragenden Arten pflanzen, dann müssen Sie da auch keine Angst haben, dass da was passieren könnte. Ja, das war es zum Thema Schnitt. Damit komme ich zu sonstigen Pflegemaßnahmen, die bei Sträuchern notwendig sind. Also Sträucher sind ja eigentlich sehr robuste Pflanzen. Das Thema Düngen. Die Sträucher machen eigentlich ein dichtes, großes Wurzelwerk und können sich quasi im Boden die Nährstoffe selbst aufschließen, müssen deshalb in der Regel nicht gedüngt werden, vor allem Wildstrauchhecken. Wildsträucher sind da sehr robust. Wenn Sie jetzt Zierstrauchhecken haben oder auch eine Schnitthecke, dann achten Sie einfach darauf, wenn Sie merken, da gibt es Anzeichen, dass eine Mangelerscheinung ist, zum Beispiel wenn sich die Spitzen gelb färben oder die Blecke nicht mehr so blühen will, dann düngen Sie es im Frühling mit Kompost, das gleicht dann den Nährstoffmangel aus. Zum Thema Wässern, also Gießen, auch da ist wieder, Sträucher sind robust. Idealerweise pflanzen Sie die Arten, die in Ihrer Gegend wachsen, ohne dass Sie es gießen müssen. Ja, auch wenn Sie in einer Gegend wohnen, die zum Beispiel sehr trocken ist, pflanzen Sie Sträucher, die das gut aushalten, damit Sie es nicht gießen müssen. Ausnahme ist natürlich das erste Jahr, wo Sie anwachsen. Ja, auch der Tipp, wenn Sie Sträucher pflanzen, die meisten Arten, die wachsen dann im Herbst besser an, weil sie da über den Herbst, über den Winter, da die Bodenfeuchtigkeit da ist und sie dadurch Feuchtigkeitsversorgung haben, genau. Anders ist es bei immergrünen Sträuchern, egal ob jetzt Laub oder Nadel, die brauchen in der Regel mehr Wasser und auch im Winter, die versorgen auch im Winter Wasser und wenn es zum Beispiel der Boden gefroren ist, die Sonne schaut, verdunsten sie Wasser und das kann dann unter Umständen zu Frosttrocknis führen. Also bei immergrünen Pflanzen müssen Sie schon auf regelmäßige Bewässerung achten, damit die schön grün bleiben. Und auch bei Sträuchern kann man die Basis unten mulchen, was auch die Vorteile hat, zum Beispiel, dass die Feuchtigkeit besser gehalten wird oder dass Unkräuter unterdrückt werden. Und dazu eignen sich zum Beispiel Laub oder Holzhäcksel, Grasschnitt oder Stroh. Wenn Sie sagen, ja, es gibt doch einiges zum Thema Strauchpflege, das zu beachten ist und in meiner Gemeinde möchte ich gern, dass die Mitarbeiter vom Bauhof da geschult werden, dass sie das alles richtig machen, gibt es bei uns ja diesen Zertifikatslehrgang Grünraumpflege und da gibt es ein Modul zu Sträuchern und Hecken und da sehen Sie hier zwei Fotos links, da sehen Sie, wie die Teilnehmer gerade eine Hecke bzw. Sträucher pflanzen und die gerade gut einwässern. Und rechts sehen Sie, wie die Teilnehmer um einen Sommerflieder stehen und überlegen, wie der jetzt am besten gestutzt werden kann. Genau, und wenn Sie in Ihrer Gemeinde Hecken schneiden, dann werden unweigerlich Äste anfallen. Und das ist möchte ich Ihnen zeigen, eine Möglichkeit, wie man Äste verwerten kann. Das ist zum Beispiel eine sogenannte Beniershecke. Da baut man eben eine Wand auf aus den abgeschnittenen Ästen. Das kann man dann zum Beispiel als Sichtschutz verwenden. Und in diesen absterbenden Holz siedeln sich sehr gerne Insekten an. Und das ist dann quasi für Vögel ein Vogelhotel oder ein Vogelfutterplatz, ja, die Insekten, die sich in der Hecke ansiedeln. So, gehe ich nochmal zurück. Und noch mal eine Möglichkeit ist, um den Schnitt zu verwerten, ist zum Beispiel, wenn Sie einen Häcksler in der Gemeinde haben, dass Sie die Äste gleich häckseln und dann vielleicht zum Beispiel gleich als Mulch verwenden für eine Hecke oder andere Beete.
Damit bin ich jetzt am Ende von meinem Vortrag, von meinen Ausführungen. Und frage mal die Dani, ob es da vielleicht wieder aus dem Chat Fragen dazu gibt. Ja, vielen, vielen Dank, Martina. Also ich muss sagen, das Gartentelefon ist heute im Chat wirklich auf Zack. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Gartentelefon, dass ihr schon so viele Fragen beantwortet habt. Danke, dass ihr aber auch ein, zwei noch übrig gelassen habt, damit ich sie der Martina noch stellen kann. Das ist sehr nett, danke. Liebe Martina, wir haben eine Frage zum auf Stock setzen. Und zwar ist da die Frage, warum nicht noch tiefer? Also du hast ja, glaube ich, gesagt, so 20 bis 50 Zentimeter. Warum soll man da nicht tiefer runtergehen? Also es müssen auf jeden Fall noch genug Augen übrig bleiben, damit die Pflanze wieder austreiben kann. Ja? Also es müssen schon, also ja, ich weiß nicht, aber mindestens zwei Augen, damit die Pflanze wieder gut austreiben kann. Und das ist je nach Art verschieden, wie hoch die Augen sitzen und in welchem Abstand. Und deswegen mit 20 Zentimeter Höhe ist so quasi, sind sie auf der sicheren Seite. Es gibt auch Arten, wo eher 50 Zentimeter angeraten ist. Ja, also zum Beispiel beim Flieder, dann würde ich nicht da ein bisschen höher ansetzen. Das hängt eben davon ab, wie die Augen verteilt sind auf den Ästen. Also sozusagen, dass man die Garantie hat, dass sie auch wirklich wieder austreiben. Genau, weil wenn keine Augen sind, dann kann die Pflanze auch nicht wieder, also ja, nicht so gut austreiben. Und dann haben wir noch eine zweite Frage, und zwar ist das, wir haben im Herbst verschiedene Sträucher eingesetzt, diese wurden aber noch nicht geschnitten. Sollte man das jetzt tun und auf welche Höhe wäre sinnvoll? Sie sind jetzt rund 50 Zentimeter hoch, da kommt es wahrscheinlich auch darauf an, ob wurzelnackt oder getopft, das wissen wir jetzt nicht, aber vielleicht magst du es allgemein beantworten. Ja, das kann ich nicht, hängt eben davon, welche Art von Sträuchern Sie gepflanzt haben, weil wenn Sie jetzt eine Wildsträucher gepflanzt haben und sagen, meine Sträucher, die sind, ich habe genug Platz für die eingeplant, die können frei wachsen, dann brauchen Sie es gar nicht schneiden. Wenn Sie aber sagen, ich habe jetzt Sträucher gepflanzt, die so eine Schnitthecke werden sollen, dann sollten Sie es schon jetzt dann, also die sollte man dann eben laufend schneiden, auch von klein auf. Und das hängt eben dann auch wieder ab von der Art, wie stark man sie zurückschneidet. Also da würde ich Ihnen empfehlen, schreiben Sie ans Gartentelefon, welche Art von Sträuchern Sie haben, und dann werden denen die antworten, welcher Schnitt, ob sie geschnitten werden müssen und in welcher Höhe. Gut, dann soweit ich sehe, haben wir wirklich alle Fragen beantwortet. Falls ich etwas übersehen habe, dann bitte einfach nochmal in den Chat schreiben. Wir sind auch im Nachhinein im Chat noch kurz verfügbar. Oder auch ein E-Mail ans Gartentelefon, also gartentelefon@naturimgarten.at, oder einfach am Gartentelefon auch anrufen unter 02742743333. Gut, dann gehen wir mal zur Präsentation nochmal zurück. Und ich schalte mal weiter. Martina, wenn du magst, können wir uns an dieser Stelle auch verabschieden. Dann mache ich noch das Angebot. Vielen Dank dir heute, dass du unsere Referentin warst. Und ich sage herzlichen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Und ja, freue mich, wenn heuer ganz viele Sträucher und Hecken gepflanzt werden. Danke, liebe Martina. Es wird dann jetzt im Chat auch ein Link zu einer digitalen Pinnwand gleich stehen. Also bitte an die Technik den Link jetzt zum Padlet reinstellen. Da freuen wir uns, wenn Sie uns Rückmeldungen geben oder Anregungen geben, was Sie sich für zukünftige Webinare wünschen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Und ich möchte Ihnen jetzt noch kurz das Angebot von Natur im Garten vorstellen. Ganz wichtig ist mir, den Gemeindetag schon mal zu präsentieren. Also der findet am 19.03. online heuer statt. Und da haben wir als zentrales Thema so den Umgang mit dem Niederschlagswasser gewählt. Also was ist, wenn es zu viel ist und halt Starkregen kommt? Was ist aber auch, wenn es zu wenig ist und wenn wir halt mit Trockenheit zu kämpfen haben? Dann haben wir auch das Thema versickerungsoffene Wegebelege, klimafitte Parkplätze. Wir stellen das Drain-Garden-System vor, das Schwammstadtsystem vor zur lokalen Wasserspeicherung. Wir haben auch Grünraumkonzepte bereit für, vor allem wenn man eben neue Siedlungen errichten möchte. Und ein bisschen ist auch Unkrautmanagement dabei und sogar die regionale Versorgung mit Gemüse haben wir als Thema mit dabei. Also bitte den 19.03. vielleicht gleich in den Kalender schreiben, notieren, freihalten. Also das wird ein ganz, ganz spannender Tag mit vielen spannenden Grünraumthemen.
Dann haben wir die Gestaltungsberatungen. Das heißt, immer dann, wenn Sie in der Gemeinde irgendwas neu gestalten oder umgestalten, im öffentlichen Grünraum, also sei es das Straßenbegleitgrün oder ein Kreisverkehr oder ein Parkplatz, oder eben wenn Sie eine neue Siedlung planen oder in der Schule oder im Kindergarten, können Sie jederzeit eine geförderte Gestaltungsberatung in Anspruch nehmen. Da gibt es 3 geförderte Beratungseinheiten pro Projekt. Das heißt, der Selbstbehalt ist bis zu 375 Euro pro Projekt. Dann gibt es unsere Pflegeberatungen, die kosten gar nichts. Und der Andreas Steinert, der diese Pflegeberatungen durchführt, hat sich auch bereit erklärt, die derzeit auch über Zoom durchzuführen. Natürlich wird es immer besser vor Ort, weil man dann einfach die Gegebenheiten besser sieht und besser erkennt. Aber ja, damit Sie trotzdem Unterstützung bekommen in der Gemeinde, machen wir das gerne auch über Zoom. Dann haben wir Blumenwiesenberatungen, heuer überhaupt Blumenwiesen-Schwerpunkt. Also da freuen wir uns, wenn Sie als Gemeinde sich auch am Blühwiesensonntag, heißt ja dann, beteiligen. Also da werden noch Infos dazu kommen. Und wir kommen auch gerne in Ihre Gemeinde zur Blumenwiesenberatung. Aus- und Weiterbildung, da hat die Martina Lill-Reiner schon ein bisschen was dazu gesagt. Also es gibt den Lehrgang Ökologische Grünraumpflege, was sehr gut geeignet ist für alle, die am Bauhof arbeiten oder sonstige Menschen, die das öffentliche Grün betreuen. Das sind 10 Ausbildungstage. Das ist eine sehr, sehr spannende Ausbildungsreihe. Und dann gibt es auch größere Lehrgänge, also den Naturgartenprofi zum Beispiel. Und das geht auch bis zum Universitätslehrgang auf der Donau-Universität, die sich wirklich ganz vertiefend mit dem Thema ökologische Grünraumpflege beschäftigen möchten. Auch Broschüren und Infoblätter hat die Martina Lill-Reiner schon vorgestellt. Also da gibt es die Gehölze-Broschüre und die Wildstrauchhecken-Broschüre. Wir haben auch einen Newsletter, den finden Sie auf der Homepage. Wenn Sie ganz runter scrollen unten, gibt es einen Newsletter für Private und einen Newsletter ganz speziell für den öffentlichen Bereich. Also den gerne abonnieren, da informieren wir Sie über aktuelle Themen im öffentlichen Grünraum, auch Fördermöglichkeiten und so weiter. Hier gerne können Sie auch die Grünraum-Servicestelle kontaktieren unter der Nummer 02742 74333. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn Sie sich als Natur- und Gartengemeinde auszeichnen lassen und wirklich nach außen hin sichtbar machen, dass Sie Ihre öffentlichen Grünräume ökologisch pflegen, ökologisch gestalten. Ja, dann schaue ich jetzt nochmal rüber in den Chat. Das sind nur Danke, Danke, Danke. Ja, dann schließe ich mich hier gleich an. Auch ich sage Danke fürs Dabeisein heute. Klick. So, jetzt ist die Brille. Ja, da ist sie. Klick nochmal weiter. Das sind wir, die Natur- und Gartenberaterinnen in der Region. Das ist links oben die Theresa Steiner für Niederösterreich Mitte, links unten Bernhard Heidler fürs Mostviertel, rechts oben die Martina Lill-Reiner, die heute auch referiert hat, fürs Weinviertel und Petra Hirner fürs Industrieviertel. Unten bin ich, mein Name ist Daniela Tüchler und ich bin Beraterin für Natur im Garten im Waldviertel. Und in der Mitte ist Andreas Steinert, der für unsere Pflegeberatungen zuständig ist. Gut, und dann habe ich noch die zukünftigen Termine für die folgenden Webinare. Also im Februar nächstes Monat haben wir Baumthema, im März haben wir das Thema Wiese, im April Unkrautmanagement, diesmal ganz speziell auf Freizeitanlagen und Spielplätzen. Im Mai widmen wir uns dem Thema Regenwasser, was ist, wenn es zu viel ist oder zu wenig ist. Und im Juni machen wir dann weiter mit Gebäudebegrünung. Also das ist einmal das Programm fürs erste halbe Jahr 2021 und dann werden wir im zweiten Halbjahr natürlich auch weitermachen. Gut, dann vielen, vielen Dank heute fürs Dabeisein. Danke auch an die Technik im Hintergrund. Nochmal danke an die Referentin und den Interviewpartner. Auch an alle Kolleginnen und Kollegen im Chat, alle, die heute hier mit dabei waren. Und wir freuen uns, wenn Sie auch bei den nächsten Terminen wieder mit dabei sind. Reservieren Sie gerne die letzten Freitage im Monat eine Stunde für uns. Und ich würde sagen, gemeinsam bringen wir die Grünräume in unseren niederösterreichischen Gemeinden auf Zack. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.
Pfiat euch, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.